Yara heißt es, ein friedliches Miteinander fördern soll es. Das Projekt mit dem Namen Jugendaktionsraum am Alexanderplatz, kurz Yara, soll eine neue Anlaufstelle für Jugendliche und junge Erwachsene sein. Nicht nur, aber insbesondere auch für junge Geflüchtete, die sich an dem belebten Platz rund um den Fernsehturm aufhalten. Man muss sagen, oder dass wir festgestellt haben, auch durch den Austausch mit der Polizei, dass wir eine große Gruppe junger Menschen mit Migrationshintergrund haben, die sich, so es sind so 100, 200 Jugendliche, die sich wirklich in friedlicher Absicht hier treffen, ne, aus in unterschiedlichen Bezirken, um hier zusammen ihre Abendstunden oder Nachmittagsstunden zu verbringen. Aber es gibt eben eine kleine Gruppe, 10, 15 ja, aggressiver Jugendlicher, die eben auch aggressive Stimmung dann in diese Jugendgruppe reinbringt. Und ich finde, das können wir nicht akzeptieren. Also ich finde es in Ordnung, wenn man hier friedlich seine Freizeit verbringt, aber es kann nicht sein, dass hier Aggressivität dann in diese Gruppe reingestrahlt wird und Kriminalität akzeptieren wir weder bei Jugendlichen noch bei Erwachsenen und deswegen unser Beitrag ist es als Jugendhilfe oder ich als Jugendsenatorin, dass wir hier Geld investieren, um hier den Jugendaktionsraum einzurichten. Das ist ein Container, wo Sozialarbeiter hier draußen letztendlich mit den Jugendlichen arbeiten, um hier Stimmung aufzufangen, aber sie auch zu beraten und sie auch zu unterstützen. Was kann Präventionsarbeit im Endeffekt wirklich leisten? Ja, es geht ja darum, vorzubeugen, also Jugendliche zu unterstützen, sie stark zu machen, dass sie eben nicht in Problemsituationen hineingeraten, zum Beispiel was das Thema Drogenkonsum angeht oder was das Thema Kriminalität angeht, dass sie eben lernen, auch sich aus Konflikten herauszuziehen. Oder es geht auch darum, wenn junge Menschen schon Probleme haben, wenn eine Drogenproblematik vorliegt oder eine Verschuldungssituation, dass Sozialarbeiter ihnen deutlich machen, wo sie Unterstützung eben letztendlich erhalten, um aus diesen problematischen Situationen herauszukommen. Also uns ist es wichtig, dass dieser Platz, was ich auch völlig in Ordnung finde, dass hier Jugendliche sind. Jugendliche sind Teil unserer Gesellschaft, aber dass sie sich hier friedlich aufhalten. Und ich glaube schon, dass wenn wir hier so eine feste Anlaufstelle haben und wenn die Bürger auch sehen, hier passiert was, dass es auch zu einer anderen Stimmung kommt. Also wir sind sozusagen ein Baustein mit unserer Jugendarbeit hier im Gesamtkonzept Alexanderplatz, weil das Thema Kriminalität, das ist das Thema Bekämpfung der Kriminalität oder des Eingreifen, das ist das Thema der Polizei. Wir beugen vor und wir unterstützen von Seiten der Jugendhilfe, der Jugendarbeit. Zwei Sozialarbeiter und zusätzliche Honorarkräfte werden im Rahmen des Jugendaktionsraumes Yara eingesetzt. Sport, Spielaktionen und Beratungen werden den jungen Menschen angeboten. 140.000 Euro stellt die Bildungsverwaltung für dieses und das kommende Jahr zur Verfügung. Für den Diplom-Sozialarbeiter Tino Kretschmann hier rechts im Bild war eine Begegnungsstätte am Alexanderplatz längst überfällig. Die Idee, dass es hier eine verortete Jugendarbeit gibt, erstmal auch mit einem kleinen Projekt wie Yara mit zwei Mitarbeitern, die gibt es schon mindestens seit 3,5 Jahren. Wir haben dann das intensiviert, nachdem 2015/16 hier sehr viele junge Geflüchtete dazugekommen sind und wir gesagt haben, eigentlich können wir diesen öffentlichen Raum so nicht laufen lassen. Wir brauchen hier nochmal extra Jugendarbeit. Wir hätten die schon viel früher auch für die anderen gebraucht. Was jetzt längere Zeit gebraucht hat, war vor allen Dingen diese Standortfrage des Containers, weil es hier eine Grünfläche ist und weil wir hier in einer Gegend sind, wo halt sehr viel auch Denkmalschutzsachen bedacht werden müssen. Und da hat es verwaltungstechnisch einfach länger gedauert, als wir das gehofft haben. Sie sagten, dass die Kontaktarbeit eben ganz wichtig ist. Was bewirkt denn diese Kontaktarbeit, also dieses nah dran sein an den Jugendlichen? Na, das geht schon damit los, dass wir sozusagen ja hier einen öffentlichen Raum haben, der in seiner Art, wie er genutzt wird, auch von den Touristen und so weiter und dem starken Konsum auf der Seite, wo der Alexanderplatz selbst ist, wir eine hohe Anonymität haben. Gleichzeitig wohnen hier Menschen drumherum, ganz viele. Das heißt, wir haben ja nicht die Kiez-Situation, wie wir sie sonst in Berlin erleben, sondern die ist anonym. Wenn hier Sozialarbeiterinnen und Sozialarbeiter regelmäßig auf der Straße sind und sozusagen in den Kontakt gehen, dann ist das sozusagen das, was man sonst vielleicht im Kiez mit einem Späti hat, eine Situation, eine Wiedererkennung. Die sind immer da. Die tauchen immer wieder auf und die interessieren sich für uns und die wollen mit uns hier am öffentlichen Raum auch zusammen was machen und wollen uns hier nicht vertreiben, sondern wollen positiv mit uns was machen. Und in dem Moment, wo diese Kontaktarbeit da ist, wo die merken, die sind hier auch vor Ort
wir wollen uns hier auch nicht verdrängen, sondern wir wollen erstmal nur mit uns in Kontakt treten und schauen, ob man was mit uns zusammen machen kann. Dann wird das positiv angenommen, ohne dass wir ihre derzeitigen Treffpunkte kaputt machen und wir gleichzeitig aber in ihre Treffpunkte reingehen können mit den Leuten. Und diese Kontaktarbeit führt zu Vertrauensarbeit, und über das Vertrauen entstehen halt auch Themen, die wir sonst nicht bearbeiten können oder wo wir sonst wenig erfahren. Natürlich ist die neue Anlaufstelle kein Patentrezept dafür, dass das Areal automatisch sicherer wird. Der Alexanderplatz ist seit Jahren ein Kriminalitäts-Hotspot. Diebstähle und Gewalt haben drastisch zugenommen, unter der Woche und besonders in den Abendstunden am Wochenende. Der Ruf nach mehr Videoüberwachung wird laut. Das Bündnis Sicherheit in Berlin organisiert gar ein Volksbegehren. Wir wollen 50 gefährliche Orte in Berlin mit Kameras ausstatten. Diese Kameras sollen nicht nur einfach aufnehmen, sondern sie sollen auch automatisch die Polizei warnen. Das kann der Computer. Das heißt, die Kamera erkennt, jetzt ist eine Straftat, schaltet das Bild der Polizei auf. Die kann über Mikrofon und Lautsprecher sofort reagieren und natürlich eine Streife schicken. Das heißt, es können auch beginnende Gewalttaten dann abgebrochen werden oder unterbunden werden. Und zudem wissen wir ja, dass Kameras zur Aufklärung eine Menge beitragen. Und das, was in allen U-Bahnen funktioniert, wird auch an 50 Plätzen in Berlin funktionieren. Das ist Inhalt des Volksbegehrens, an 50 Orten 2500 Kameras. Das kostet, die Innenverwaltung sagt, für 5 Jahre 80 Millionen Euro. Wo sollen die denn herkommen? Das sind 5 Euro pro Berliner und Jahr. Für mehr Sicherheit, ich glaube, das ist gut investiertes Geld. Und wenn Sie sehen, welche Einspareffekte das gleichzeitig hat, weil Sie weniger Sachbeschädigung haben, weil die Polizei weniger arbeiten muss, weil Prozesse kürzer werden, weil die Aufklärung dann sehr viel einfacher ist, dann ist das, glaube ich, eine sehr lohnende Investition in die Sicherheit unserer Bürger. Wenn Sie sagen 50 Orte, gehört denn der Hotspot in Anführungsstrichen Alexanderplatz für Sie da auch dazu? Also wenn Sie mich persönlich nach einer Einschätzung fragen, dann ganz klar ja, aber das Gesetz sieht vor, dass die Polizei das auf wissenschaftlicher Basis entscheidet, also nicht politisch, sondern es werden eben genau die Orte genommen, in denen sich die Menschen gerne aufhalten und dann bei ihrem Aufenthalt sehr viel sicherer sind, weil es dadurch a. weniger Straftaten gibt, b. wenn es welche gibt, sie schneller beendet werden und drittens sie auch besser aufgeklärt werden. Und ich glaube, das ist ein großer Fortschritt für alle Bürgerinnen und Bürger. Was sagen Sie zum Thema und zum Kritikpunkt Datenschutz? Also die Datenschutzbeauftragte Berlin sucht ja verzweifelt Argumente. Angeblich sei es europarechtswidrig, was wir fordern. Die logische Konsequenz wäre, dass in allen anderen 15 Bundesländern Deutschlands es auch europarechtswidrig ist. Das hat überhaupt noch niemand vertreten. Und ja, wir nehmen mehr Bilder auf. Wir gucken uns aber weniger Bilder an, weil diese neue Filtertechnologie gleich Bilder ausscheidet. Insofern glaube ich, dass im Ergebnis die Leute weniger betroffen sein werden, die nichts mit Straftaten zu tun haben, als heute. Und insgesamt ist es halt sehr gut für die Sicherheit in Berlin. Rot-Rot-Grün lehnt eine feste Videoüberwachung am Alex bekanntlich ab. Der Senat setzt lieber auf plakative Polizeipräsenz. Die Wache am Alexanderplatz, für die Anfang September der erste Spatenstich gemacht wurde und nun Anfang November zumindest schon mal der Grundriss erkennbar ist, soll bis Weihnachten fertig sein. Das Besondere an der Alex-Wache ist ja, dass es nicht nur eine einfache Landespolizeiwache sein wird, sondern eine gekoppelte. Das heißt, dort werden 3 verschiedene Institutionen zusammenarbeiten, nämlich die Bundespolizei, die verantwortlich ist für die Bahnhöfe und die Gleisanlagen. Das Ordnungsamt von Mitte, was zuständig ist sozusagen territorial für den Alexanderplatz, und eben auch die Polizei Berlin. Das heißt also 3 verschiedene Ansprechpartner für verschiedene Belange, die dort auf dem Alexanderplatz zusammenkommen können. Sehr sichtbar gegenüber der Weltzeituhr, sodass auch letztendlich auch ein Anlaufpunkt für die Menschen da ist und natürlich auch das Gefühl, da ist jemand. Ganz wichtig ist aber dabei, die Alexwache ersetzt nichts, sondern ergänzt das Angebot. Das heißt also, die Polizei wird sich jetzt nicht in die Alexwache zurückziehen und dann dort sitzen und warten, dass irgendjemand kommt. Und natürlich ist sie auch auf dem Platz unterwegs. Sie wird dort Einsätze fahren, sie wird dort auch Streifen gehen, in Uniform, auch in Zivil. Das heißt, die Polizeipräsenz auf dem Alexanderplatz wird nicht zurückgefahren. Nun schwirren verschiedene Zahlen durch den Raum. 2 Körperverletzungen pro Tag, 7 Diebstähle. Senator Geisel spricht sich aber weiterhin gegen eine kontinuierliche Videoüberwachung aus. Warum eigentlich? Was spricht dagegen? Der Alexanderplatz gehört zu einem kriminalitätsbelasteten Ort in dieser Stadt, der natürlich mit den entsprechenden Maßnahmen auch
bestreift, untersucht und auch beobachtet werden soll. Und dazu gehört eben auch mobile Videotechnik, die wir dort einsetzen. Das werden wir auch tun im Rahmen eines Testversuches, um zu schauen, wie sinnvoll ist es, dort auch wirklich diese Technik einzusetzen. Das machen wir und wenn wir dann die Ergebnisse haben, wie sinnvoll es ist, mit mobiler Videotechnik dort präsent zu sein, wir sie ausgewertet haben, werden wir unsere Schlüsse daraus ziehen und gucken, wie man das ausweiten kann oder eben nicht ausweiten muss, wenn es nicht notwendig ist. Was das JARA-Projekt und das Mehr an Sozialarbeit angeht, hat der Senat den Bedarf erkannt. Auch wenn der Projektstart in die kalte Jahreszeit fällt, für Sozialarbeiter Tino Kretschmann zählt, dass es die Anlaufstelle überhaupt endlich gibt.